Hi, willkommen zum Baumentor-Kanal. Heute haben wir ein weiteres spannendes Video und zwar geht es um den Birkenpolling. Also der ist aus verschiedenster Sicht interessant und als ich mich angefangen habe mit Heilpilzen zu beschäftigen, war das einer der ersten Pilze. Aber als ich dann überlegt habe, über diese Pilze Videos zu machen, und es gibt ja schon seit einer geraumen Zeit jetzt Videos über den Zunderschwamm, über das Judasohr, Schmetterlingstramete, Chaga, ja was nicht alles, ne? Dann habe ich gesagt, okay, der Birkenpolling ist ein Stück weit so interessant, dass ich mir noch Zeit lassen möchte, weil das, was ich euch dazu zu erzählen habe, das werdet ihr nicht so schnell irgendwo zusammengefasst sehen. Das bekommt ihr hier exklusiv und fangen wir mal an. Also der Birkenpolling wächst ausschließlich auf Birken und er zersetzt das Holz und wenn wir in der Baumpflege diesen Pilz sehen, dann ist es eigentlich schon ein Gefahrenverzug. Also wenn ich den oben in der Spitze sehe, da klettert er nicht mehr rauf. Weil meine Erfahrung ist die, er geht ausschließlich ins tote Holz und zersetzt die mit Weißfäule, sodass diese Äste, die teilweise diese Dicke haben, nicht mehr berechenbar sind. Ne? Und wenn wir jetzt keine Hebebühne haben, um an diese Stellen oben ranzukommen, dann machen wir die radikale Methode. Wir werfen ein Seil ein und ziehen mit der Winde so lange, bis die Äste abbrechen. Ja, und das ist die einzige Chance, da erstmal die Gefahr zu reduzieren. Das heißt, wir reduzieren die Spitzen dann teilweise von solchen Birken und man staunt, wie lange die Leute warten. Die sagen nach 5 Jahren, ja, irgendwie nach 5 Jahren, jetzt kommt wohl nichts mehr. Ja, das hätte man denen schon nach dem ersten Jahr sagen können, ne, dass da nichts mehr kommt. Aber sie haben halt 5 Jahre gewartet, der Baum fängt an zu zerrotten, haben sich schon beschwert, dass große Äste runterkommen und ja, warten immer noch. So, und dann kommen wir und sagen, okay, hochklettern können wir nicht, Hebebühne passt nicht rein, wir können eigentlich gar nichts machen, außer die radikale Methode. Also fallen lassen ist ja dann meistens auch noch nicht so möglich, dass wir eben halt versuchen, in den Spitzen das Seil einzuwerfen und durch Zug erstmal rausbrechen, was schon mal rauszubrechen geht. Und dann können wir, meistens können wir den Baum so um die Hälfte reduzieren und dann kannst du hochgehen und den Rest so abmachen, dass du jetzt nicht so großer Gefahr ausgesetzt bist. Aber das ist schon echt Wahnsinn, was da manchmal abgeht. Also wie gesagt, wenn dieser Pilz erscheint, ist der Spaß vorbei. Ne? Anders sieht's aus. Dieser Pilz ist ein wahnsinnig guter Heilpilz und traditionell extrem gut erprobt. Ja? Und man hat ihn zum Beispiel neben dem Zunderschwamm auch an Ötzi, dieser Gletschermumie, gefunden. Und der hat eine Eigenschaft genutzt, die man heute auch noch kennt. Und zwar, wenn man den Birkenpolling nimmt und sich ein Stück kocht, dann kriegt man so einen leicht bitteren Sud. Ne? Also 15 Minuten bis 20 Minuten kochen, der ist so leicht bitter. Aber wenn ich das Teil dann rausnehme, trocknen lasse oder feucht lager im Kühlschrank, was auch immer, nächsten Tag wieder koche, kriege ich genau dasselbe wieder raus. Und das kann ich zigmal machen und der Sud verliert nicht an Potenz, an Wirkung. Und das ist schon mal das, warum Ötzi den der hat er an der Schnur gehabt, den hat er so irgendwie am Gürtel gehabt, soweit wie ich das jetzt nachvollziehen kann. Und der hat offensichtlich dann sich abends sowas wie einen Tee gekocht und hat dann halt den Birkenpolling da drin aufgelöst. Ne? Man kann sich auch vorstellen, dass er einen Kaltauszug gemacht hat. Das heißt, er hat dann einfach ein Stück Wasser irgendwo in einen Behälter gehabt und hat den dann reingelegt und hat dann, keine Ahnung, 1 Stunde, 2 Stunden gewartet und dann wirkt das ja auch schon. Ne? Von der Wirkungsweise, wie man den so ein bisschen zubereitet, da gibt es ja mittlerweile sehr viele Videos im Internet und viele sind gar nicht schlecht, kann man gut verwenden. Also ich nehme den gibt 3 Arten, wie man den zubereiten kann. Ne? Einmal kann ich den Birkenpolling nehmen, trocknen oder auch in frischem Zustand und kann ihn kochen. Meistens sollte man ihn so mindestens 20 Minuten, 45 Minuten lang kochen. Dann ist genug Substanz ins Wasser aufgelöst und dann trinke ich das als Tee. Eine weitere Anwendung ist, den in Öl einzulegen und mehrere Tage stehen zu lassen, irgendwie auch mehrere Wochen. Und dieses Öl sozusagen, da lösen sich komplett andere Stoffe drin. Also man muss einfach sehen, dass in diesem Pilz gibt es halt wasserlösliche Stoffe, öllösliche Stoffe und alkohollösliche Stoffe. So, und entsprechend haben wir die 3 Anwendungen. Gibt noch eine 4. Anwendung, komme ich gleich zu. Oder eine 4. Möglichkeit, die Inhaltsstoffe des Birkenpollings sozusagen freizusetzen.
Also das heißt, wir machen Ölauszug. Diesen Ölauszug, den kann man dann nehmen, schmeckt richtig bitter, ist aber auch gesund, weil er eben verschiedene, gerade so Bitterstoffe haben ja für die Galle und für die Leber unterstützende Wirkung. Ja, da kann man ihn gut nehmen. Ich habe es immer so gemacht, dann habe ich, wie gesagt, diesen Ölauszug, was habe ich da genommen? Ich denke, Sonnenblumenöl war es wohl, aber dann kann man auch verschiedene andere Öle nehmen. Und habe dann einfach immer so einen Teelöffel am Tag genommen, so wie Lebertran halt, wie man so früher Lebertran zu sich genommen hat. Und hat super funktioniert. Die dritte Möglichkeit, in Alkohol auflösen, da muss man sich auch ein bisschen Zeit nehmen. Ich habe den in 60-prozentigen Lebensmittelalkohol aufgelöst und dann kommt da so ein Sud raus. Ein Birkenporling, ihr seht auch noch die zerhäckselten Stücke da drin, die hier in der alkoholischen Lösung, ihr seht, das ist dann leicht gelblich und ja, und da kann ich euch nachher was zu sagen, was schon fast unglaublich klingt, aber auf jeden Fall in die heutige Zeit wunderbar passt. Ja? Also ich sage da nur, Viren abtöten, so wie Grippeviren oder die anderen, die moderneren. Ne? Da kann ich euch echt, also ich habe es ausprobiert, es war faszinierend, wie es funktioniert. Ich sage euch auch, wie ich drauf gekommen bin. Mega geil, sage ich nur so. Ne? So, und wir haben die vierte Methode, ist, indem ich quasi den Birkenporling fermentieren lasse. Da muss ich aber ehrlich sagen, das habe ich noch nicht ausprobiert, weil, wie gesagt, man hat ja so viele Möglichkeiten und mit diesen drei Möglichkeiten habe ich schon eine Menge rumexperimentiert. Die haben auch super geholfen, weil jetzt kommen wir mal zu den Wirkungen, die dieser Birkenporling hat. Also der Birkenporling lindert alle Beschwerden von Magen- und Darmkrankheiten. Also dafür wird er traditionell eingesetzt. Ne? Der Birkenporling ist wurmtreibend, das heißt, Darmparasiten haben wenig Freude mit diesen Anwendungen, weil sie werden tatsächlich von den Bitterstoffen quasi vergiftet. Und wenn ich, also wie Ötzi, der ja auch Darmparasiten hatte, davon befallen bin, kann ich zumindest eine Linderung erwarten. Und das wurde schon immer angewendet und das funktioniert auch super gut. Auch wissenschaftlich nachgewiesen tatsächlich. Ne? Er ist antibiotisch, das heißt, so wie ein Antibiotika, also das heißt, er kann durchaus Viren, Bakterien, können bestimmte Stämme können damit bekämpft werden. Unter anderem ein interessanter Stamm, der dafür verantwortlich ist, dass Magengeschwüre auftreten. Ne? Das ist ein bestimmtes Bakterium und dieses Bakterium wird unter anderem durch den Birkenporling, durch seine Inhaltsstoffe, seine Bitterstoffe, wird es vernichtet. Ja, anders kann man es nicht sagen. Und ganz wichtig auch noch, wie gesagt, er ist auch noch entzündungshemmend und das ist ja auch, wenn ich jetzt im Körper viele Entzündungsprozesse herde habe, kann ich die auf die Art und Weise super gut loswerden. Also die Anwendung von Birkenporling ist wirklich so breit gefächert, dass er in der Krebstherapie verwendet wird. Zum Beispiel hat man ihn, meine ich, in Böhmen, gab es eine spezielle Richtung, dass man ihn gerade bei Dickdarmkrebs eingesetzt hatte, um da Linderung zu verschaffen. Ich weiß, dass zum Beispiel Kohle aus dem Birkenporling auch genommen wurde, um Effekte, zum Beispiel Gift entsorgende Effekte im Körper herzustellen. Also es gibt verschiedenste Möglichkeiten und wir können davon ausgehen, dass uns nicht mehr alle bekannt sind, wie erfolgreich angewendet wurde. Das wird nämlich ein Teil dieses Videos sein, warum so viel Wissen über diese nicht unwichtigen Naturheilmittel verloren gegangen ist. Na? Auf jeden Fall, Birkenporling kann man ja auch nochmal googeln, gibt es konkrete Anwendungen, wofür er eben gut war. Was eben halt sehr traditionell angewendet wurde, weil das ein Problem vor 100 Jahren war, vor 200 Jahren, war eben Tuberkulose. Ne? Alles, was mit Lungenkrankheiten zu tun hatte, da wurde er auch sehr erfolgreich eingesetzt. Und wenn man sich überlegt, dass der nicht selten zu finden ist, sondern überall vorkommt und wenn die Leute wussten, wo sie ihn herkriegen, dann haben sie wirklich da mit dem richtigen Wissen ganz gut sich selber helfen können. Ne? Wenn wir heute mal die Leute fragen, hey, pass auf hier, Birkenporling, oh, was ist das? Ne? Ist das hier so ein holländischer Partypilz oder was, denken viele Leute? Nee, nee,
Der Birkenpolling hat einen Vorteil. Man kann ihn nicht überdosieren. Also ich habe es bis jetzt noch nicht erlebt. Egal wie viel man nimmt, der ist quasi immunmodulierend wie der Zunderschwamm auch. Er reguliert das, was im Körper gerade nicht so passt, aber geht nicht drüber hinaus. Ja, insofern ist es ein wunderbarer Pilz auch für Anfänger, die da so erstmal ihre ersten Experimente machen. Natürlich kann es sein, dass Leute auf die verschiedenen, heute gibt es ja alles, ne, verschiedene Allergien haben, Hyperempfindlichkeit. Das gehe ich jetzt mal von aus, das habe ich jetzt nicht im Griff, das kann ich jetzt nicht sagen. Das muss jeder selber auch so ein bisschen rausprobieren. Deswegen ist es halt so, probiert es in kleinen Dosen aus. Wenn es euch gut tut, könnt ihr sie auch erhöhen. Aber wenn es euch, wenn es einen positiven Effekt hat, warum sollte es dann erhöhen? Dann könnt ihr es auch dabei belassen. Das ist eine ganz einfache Herangehensweise und da werdet ihr schon den richtigen Weg für finden. Ne? Also wie gesagt, wenn ihr Probleme mit Magen habt, wenn ihr gerade so Gastritis und sowas habt, gegen Sodbrennen wird ja auch eingesetzt, ne? Dann habt ihr eben da mal was anderes als das, was der Arzt verschreibt, der dann zum Beispiel gleich ein Mittel gegen die Nebenwirkungen euch mitgibt. Ne? Das ist halt immer das Ding, was mich so am meisten stört an dieser neuen Medizin, wo diese gereinigten Stoffe drin sind. Hier sind hochkomplexe Naturstoffe, die mitunter nicht ganz so arg sofort reagieren, aber sie haben gleich Stoffe mit bei, die Nebenwirkungen auf jeden Fall reduzieren oder gar nicht erst aufkommen lassen. Und das ist ja das Fantastische an solchen Naturheilmitteln. Ne? So, jetzt kommen wir mal zum zweiten Thema, also zum eigentlich wesentlichen Thema, warum ich mir so viel Zeit gelassen habe mit diesem Birkenpolling. Weil anhand des Birkenpollings kann man sehr schön die Geschichte Europas und die Geschichte der europäischen Kultur so ein bisschen festmachen. Das kann man natürlich an jeder anderen Heilpflanze auch, aber hier macht es sich besonders gut, weil wir haben ja Ötzi, der zum Beispiel zeigt, dass vor 5000 Jahren dieser Pilz schon in diesen Kulturraum integriert war. Wir haben die Völker in Sibirien, die heute noch diesen Pilz benutzen. Dazwischen gab es ja ursprünglich nicht ein Vakuum, sondern es war ja ein Kulturaustausch, wo wir von ausgehen müssen, dass alle wesentliche Elemente dieser Heilkunst gleichmäßig über den Kontinent verteilt waren. Nun kam es aber zur christlichen Eroberung Europas und zur Vertreibung der Slawen, dass eben halt aus dem Westen kommend sozusagen das Christentum nach Osteuropa rübergeschwappt ist. Und mit dem Christentum wurde natürlich viel als Konkurrenz sozusagen weggemacht. Und ganz wichtig, es lief eine Zeit lang offensichtlich so, dass Naturheilverfahren und Ansichten, Naturansichten der Völker, die hier gelebt haben, mit der Kirche sozusagen versucht worden zu integrieren. Dann gab es aber ein wesentliches Ereignis und das war das Magdalenenhochwasser. Und da könnt ihr alle mal googeln, weil das war wirklich echt krass, was hier in Europa abgegangen ist. Es ist einschneidend gewesen und es hat bis heute Folgen auf unsere Kultur. Also das Magdalenenhochwasser von 1342, könnt ihr mal googeln, war eines der verheerendsten Umweltkatastrophen, die jemals stattgefunden haben. Da war der Zweite und Erste Weltkrieg, das war Kinderfasching dagegen. Was hier abgegangen ist, da hat man keine Vorstellung. Die Sintflut beschreibt nur annähernd das, was wir uns darunter vorstellen müssen. Das war ein Hochwasser, was das Tausendfache der Oderflut hatte, die wir noch vor 10 Jahren im Gedächtnis hatten. Ja? Also man muss sich das so vorstellen, dass Europa sah damals weniger bewaldet als heute aus. Es gab sehr viel Landwirtschaft. Die Leute ernährten sich vorrangig vegetarisch. Das heißt, sie haben mal Fisch gegessen, sie haben auch Eier gegessen. Aber das meiste war vollwertig pflanzlich, weil sie haben es selber angebaut. Hier waren lauter Äcker. Das war Wahnsinn, weil wir hatten eine fruchtbare Erde, die ist noch aus den Ereignissen, was wir Eiszeit nennen, übrig geblieben. Dieser Löstboden, der sich hier überall abgelagert hatte, der war wahnsinnig fruchtbar.
Hinzu kam eine Wärmeperiode im Mittelalter, wo ich mir heute sage, okay, jetzt haben wir Angst vor der nächsten Wärmeperiode. Die letzte Wärmeperiode, die wesentlich heißer war als das, was wir jetzt haben und das, was wir in den nächsten Jahren bekommen werden, da haben die Leute extrem von profitiert. Das Mittelalter ist aufgeblüht, weil die Leute, denen hat es fast an nichts gemangelt. Ja? Also sie hatten gut Auskommen und sie konnten gute Ernten einfahren und konnten davon leben und alles war schön. Bis zu dem Tag, als das Magdalenenhochwasser hier durchmarschiert ist. Und da ist, wie genau das zustande gekommen ist, kann man eigentlich nicht wirklich sagen, weil da gibt es verschiedene Ansichten, aber die Masse und die Dimension, die das Ganze angenommen hat, das ist mit heutiger Meteorologie in meinen Augen nicht wirklich schlüssig zu erklären, weil dann hätte es sich ja mal wiederholen können. Aber wie gesagt, man geht davon aus, dass es alle 2000 Jahre so ein derartiges Umweltereignis kommt und von der Dimension, damit ihr mal eine Vorstellung habt. Ja, wir haben in Brandenburg, ne, haben wir 10 Meter tiefe Erosionsrinnen, die innerhalb von 1 bis 2 Tagen geschaffen wurden. Brandenburg ist ein flaches Land und das war das abfließende Wasser, was hier passiert ist. Es hat so viel Mutterboden, wurde hier in Mitteldeutschland abgetragen, dass man sagt, das entspricht, wenn man das auf Eisenbahnwaggons lädt, ein Zug, der 3-mal von der Erde bis zum Mond reicht. So viel Muttererde wurde abgetragen. Wir haben hier in Brandenburg das Phänomen, dass wir hier nur noch Sandboden haben. Das war vor dem Magdalenenhochwasser anders. Hier wurde der komplette Mutterboden weggeschwemmt und der Boden wurde komplett unfruchtbar hier. Ja, das ist eins der Ereignisse. Die Leute, die sich vorher nur pflanzlich ernährt haben, Getreide angebaut haben und ein bisschen Fisch und ein bisschen Eier und so gegessen haben, die hatten auf einmal ein Problem. Ihre ganze Nahrungsgrundlage war weggeschwemmt. So, und ab diesem Zeitpunkt, das ist sehr interessant, fingen die Leute an, Schweinefleisch zu essen, weil vorher hatten sie nichts. Man muss auch wissen, dass die Bevölkerung um 2/3 reduziert wurde. Und das bedeutete, ganze Landstriche waren entvölkert. Und jetzt kommt eine ganz wichtige Sache, die ihr nie vergessen dürft. Ja? Das hatte Folgen. Und zwar bis in die heutige Zeit. Wir verdanken diesen Hochwasser dem Kapitalismus. Wir verdanken diesen Hochwasser der Industrialisierung. Wir verdanken diesen Hochwasser den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Das sind Ereignisse, die teilweise 500 Jahre später gekommen sind. Aber das hängt alles damit zusammen und die Erklärung ist eine ganz einfache und das hat auch was mit Macht zu tun, das hat was mit Einfluss zu tun und wie immer, so, weil nämlich nach diesem Magdalenenhochwasser und der kurz darauf folgenden Pestepidemien wurde Europa noch mehr entvölkert und der Adel und die Kirche hatten nun ein Problem, weil wem lässt man nun für sich arbeiten? Ja, wenn wir heute Geschichte hören und dann wird von diesen Ereignissen gesagt, da sagt man, ja, der Boden ist auf einmal, also die Nahrungsmittel sind teurer geworden und die Gutsherren haben ihre Leibeigenen noch mehr schuften lassen. Das sehe ich aber ganz anders, weil das Problem ist, es war keiner mehr da, den man hätte schuften lassen können. Wenn ich da, keine Ahnung, 1000 Morgen habe und ich habe nur noch einen Arbeiter, das ist völlig unrealistisch, dass der da Getreide sinnvoll anpflanzt und dann seinen Herrn noch. Das ganze System ist quasi zusammengebrochen. Da konnte auch nichts teurer werden oder noch mehr ausgebeutet werden. Da ging nichts mehr. Die waren echt am Ende. Ja, und jetzt haben die Folgendes gemacht und das wird bis heute verschwiegen und das ist den wenigsten bekannt. Ja, und ich bin dafür, dass das so viele Leute wie möglich wissen, dass das passiert ist. Ne? Weil damit haben wir auch eine Erklärung über etwas, wo wir die ganze Zeit denken, das hat was mit was anderem zu tun. Und zwar hat das die Hexenverbrennung, kennen wir alle und jeder weiß ja, dass die Hexenverbrennung damit zu tun hat, dass das halt Leute waren, die heidnische Bräuche gemacht haben. Ja, aber vor 1342 waren diese heidnischen Bräuche kein Problem für die Kirche. Sie haben damit gelebt, weil wir haben die Leute in Ruhe gelassen und alles war schön. Aber jetzt hatten sie ein Problem, weil diese heidnischen Bräuche, die waren unter anderem, war das Wissen, wie man die Leute heilen konnte, gesund machen konnte, aber sie hatten auch Wissen über Abtreibung und sie hatten Wissen über Bevölkerungsplanung. Das heißt, es macht ja keinen Sinn, auch wenn wir das heute anders sehen und immer mehr Menschen auf kleineren Raum holen, aber es macht keinen Sinn, wenn ich nur so und so viele Ressourcen habe,
diese Ressourcen dadurch zu überstrapazieren, indem ich nicht auf Geburtenkontrolle achte. Und unsere Vorfahren hatten bis 1342, hatten sie ein deutliches und Konzept, was auch moralisch von dem, was wir haben, abweicht. Das heißt, wenn ein Kind geboren wurde, so sagt man, was jetzt aber zu viel war, hatte man es dann halt umgebracht. Finden wir heute nicht so toll, kann man auch verstehen. Aber es gab ja andere Möglichkeiten auch noch. Und das waren halt diese Heilerinnen, die quasi Abtreibung auch im Frühstadium durch Pflanzenmittel praktiziert haben. So, und jetzt kommt der Clou. Die Kirche und der Adel haben sich zusammengetan und haben quasi unter der Hand ein Menschenzuchtprogramm gestartet. Und Teil dieses Menschenzuchtprogramms war, die Geburtenkontrolle auf jeden Fall zu verhindern. Ja? Und in diesem Zuge passiert was Interessantes. Nach drei Generationen, sagt man, gab es mehr Menschen auf dem europäischen Kontinent, als jemals zuvor hier gelebt haben. Das heißt, die haben sich, das Programm war sehr erfolgreich und hat dazu geführt, dass eine Bevölkerungsexplosion stattgefunden hat. Ja? Und tatsächlich, und da staune man, dieses Programm ging unter der Hand. Natürlich wurde das nie öffentlich dokumentiert, aber die Kirche hatte ja was gegen Abtreibung. Und sie hat auch Leute, die das praktiziert haben, immer bekämpft. Und in den Anfangsjahren waren dafür Scheiterhaufen. Das heißt, man hat die Leute, die diese Geburtenkontrolle, die die Kirche und den Adel ihr Kapital wegnehmen konnten, nämlich, dass sich Menschen massenweise vermehren, die hat man verbrannt. Das waren keine Zauberer, das waren einfach nur die, die dem Kapital und dem der entsprechenden Macht im Weg standen, weil nur wenn man ganz viele Menschen hatte, die für einen gearbeitet haben, konnte man entsprechend Macht ausüben. Man konnte Kriege führen, man konnte Produktionsmittel und so weiter. Ihr kennt die ganzen Zusammenhänge, die muss ich jetzt nicht weiter erklären. Fakt ist eins, dieses Programm lief bis Ende 45, bis dann nachher irgendwann die Pille eingeführt wurde und die Kirche an Einfluss verloren hat. Bis dahin lief dieses Programm. Und ich meine, meine Großeltern, die sind Familien groß geworden, da haben die 12 Kinder. Die waren doch nicht bescheuert, aber sie hatten keine Wahl. Weil sie konnten, die konnten nicht ohne weiteres sozusagen die Geburt einschränken. Ich meine, jeder Bauer, die waren so schlau gewesen, haben gesagt, okay, 12 Kinder muss ich ernähren. Die haben nicht gesagt, ja okay, 12 Kinder, die sind natürlich für mich gut, um im Alter für mich zu sorgen. Da haben die gewusst, da reichen 3 Kinder aus zum Beispiel. Oder wenn es gut läuft, sogar nur einer. Ne? Das ist kein Thema. Und das ist halt so, dass das Spiel, was da gelaufen ist. Das heißt, obwohl die Menschen sich bewusst waren, dass es nicht gut ist, wenn sie so viele Kinder kriegen, haben sie trotzdem Kinder kriegen müssen. Und wenn man so ein bisschen in den Kirchenbüchern liest, ich habe das gemacht, ich habe es mir immer gegeben und das ist sehr interessant, dass man dann so 1600, ne, dann fängt das erste Ding, was man dann feststellt, dass die Leute tatsächlich auch damals schon 100 Jahre alt geworden sind. Ne? In 1600 lese ich einen Eintrag ins Kirchenbuch von Roggensdorf in Mecklenburg-Vorpommern, eine alte Bäuerin, gestorben mit 99 Jahren. Die war nicht reich, die war einfach nur eine Bäuerin. Ne? So, mein erster Vorfahre, Theis Bössow, der hat mittlerweile 1,5 Millionen Nachfahren. Einige kennen das, wenn sie Ahnenforschung gemacht haben, aber ist auch ein Vorfahre von mir. Und der ist 88 Jahre alt geworden, ein ganz normaler Bauer. Das heißt, was sie uns heute erzählen wollen, ja, früher sind die ja nur 40 Jahre alt geworden, das kommt daher, weil die Kindersterblichkeit extrem hoch war. Und ich habe da so einen Verdacht. Ne? Dass gerade in den Anfangsjahren, die nächsten 200, 300 Jahre, zwar die Geburten extrem erhöht worden können, aber die Leute waren nicht blöd, die haben sich erinnert, wie toll das war, wenn man nicht mit 20 Leuten am Tisch saß und wenn die Ernte schlecht war, auf einmal durch diese 20 Leute gehungert hat. Und da haben die auch Mittel und Möglichkeiten gefunden, sozusagen plötzlicher Kindstod und so, wo man dann, ich möchte nicht wissen, bei wie vielen Geburten danach geholfen wurde, weil wir haben das Phänomen, dass teilweise Leute jedes Jahr ein Kind gekriegt haben, aber nur jedes dritte Jahr ist das Kind dann durchgekommen. Ne? Also da sagt man ja, 3 Jahre, dann sind die aus dem Gröbsten raus, dann kann man sich um das nächste kümmern. Also ich möchte keinem was unterstellen, aber für mich ist da irgendwo, wenn man sich noch erinnert, wie die Großeltern das früher gehandhabt haben, das haben die ja untereinander auch erzählt, ne? Dass das jetzt ein bisschen anders geworden ist. Und wie gesagt, der Druck, dass man das, was die Großeltern gemacht hat, heute wieder machen wollte, der wurde quasi dadurch verhindert, dass man eben Leute
auf dem Scheiterhaufen vor allen anderen verbrannt hat. Das war der verbrannt wurde, der war einfach nur Mittel zum Zweck. Aber die Verbrennung galt ja nicht dem, der verbrannt wurde hauptsächlich, sondern es galt den anderen. Die sagen, hier guckt euch das an, wenn ihr das macht, passiert das mit euch, wollt ihr das? Und natürlich haben die meisten gesagt, nee, wollen wir nicht. Das ist wie heute, wenn jemand sagt, wenn du keine Maske trägst, zahlst du 6.000 Euro. Der will keine Maske tragen, trägt die aber trotzdem, weil er keine 6.000 Euro hat oder haben will oder was auch immer. Also da sieht er, man kann natürlich gegen den Willen der Leute schon erheblichen Zwang aufbauen und da sieht ihr, was so passiert. Und in diesem Zusammenhang ist ja massiv Wissen vermittelt, vernichtet worden. Ja? Das heißt, Heilkräuter, alles was so ringsherum so, was die Leute immer nutzten, die haben nicht alles verdrängen können. Ne? Aber gerade so spezielle Sachen wurden da ganz schnell ausgelöscht und sind dorthin ausgewandert oder sind dort erhalten geblieben, wo die Kirche nicht so einen massiven Einfluss hat. Das sind halt die Naturvölker heute in Sibirien, die Indianer, die, an die man nicht rankam, weil sie bis heute ihre Kultur praktizieren konnten. Da finden wir noch so Inseln des Wissens, die noch erhalten sind. Und das ist halt so das, was bei dem Birkenpauling auf jeden Fall ganz klar wird, weil hier in Europa ist dieses Wissen fast erloschen gewesen. Wie gesagt, durch Ötzi wissen wir, es ist in den Alpen gewesen und durch die Schamanen und durch die Nordvölker in Sibirien und oben die Lappen und so wissen wir, das ist traditionelle Anwendung. Da können wir viele Gemeinsamkeiten sehen. Wenn wir die Nordhalbkugel absuchen, wir finden das bis zu den Indianern, die das alles genutzt haben. Ne? Und wirklich ein spannender Heilpilz, der auch noch andersweitig genutzt werden kann, der ist halt, wenn man den schneidet im frischen Zustand und trocknen lässt, dann ist er wie Styropor. Ne? Also ich habe den zum Beispiel als Schutz für meinen Stemmbeil habe ich den genommen. Und der hat jetzt so einen Birkenpauling-Aufsatz drauf, sodass das nicht stumpf wird. Oder man kann es auch als Messerscheide, indem sie es gerne in Skandinavien nutzen. Ja, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wie gesagt, Tee von kochen ist super. Und jetzt komme ich zu einer Variante, die hat mich selber überrascht. Aber ich muss sie euch erzählen, weil es geht nicht anders. Macht damit, was ihr wollt. Ich übernehme keine Verantwortung. Ich sage nur, wie ich drauf gekommen bin und dass es für mich eine vernünftige Lösung ist. Und zwar bin ich durch Zufall auf ein Video gestoßen von einem Russen, der in Italien ist und sich dort hingesetzt hat und sagt, ja, ich bin hier Arzt und ich habe jetzt hier was ausprobiert. Ich habe für mich, ich hatte Corona, hat er gesagt, und da habe ich dann mir 40%igen Wodka auf ein Tuch gemacht und habe das 5 Minuten eingeatmet, dann Rest der Stunde sozusagen normal geatmet und das habe ich dann so mehrere Stunden wiederholt, immer 5 Minuten und dann wieder Pause, alle Stunde sozusagen dieses Ding wiederholt. Und die Idee, die er dahinter hat, war auch sehr schlüssig, weil wenn wir Desinfektionsmittel machen aus Alkohol, 100% Alkohol konserviert die Membran des Virus, egal ob Grippevirus oder irgendein anderer Virus, aber ab 60% bis 40% löst er quasi diese Membran auf. Und deswegen machen wir Desinfektionsmittel verdünnt. Ne? Unter 40% wirkt es wieder nicht, ab 40% kann jetzt auch sein, dass 35%, weiß jetzt nicht so, aber wie gesagt, ihr müsst davon ausgehen, dass wenn es zu dünn ist, funktioniert es nicht und wenn es zu viel Alkohol drin ist, funktioniert es auch nicht. Und er hat gesagt, die Idee war einfach gewesen, wenn ich die Viren nun mal hier im Hals habe, ja, dann inhaliere ich das Ganze und zerstöre zumindest an der Oberfläche diese Viren. Und das fand ich eine sehr spannende Idee, auch wenn einige sich im Internet hingesetzt haben. Ein Russe hat das komplette Video zerrissen. Er sagt, was soll das für ein Arzt sein? Er sagt nicht, wie lange er ist, wo er ist. Eigentlich im Grunde genommen kann das jeder machen. Er gibt gar keine Referenzen. Aber andererseits in der heutigen Zeit ist es halt vielleicht auch gar nicht so verkehrt, sich nicht hinzusetzen und eindeutig für den Arbeitgeber klarzumachen, hey, ich habe hier mal was ausprobiert, das hat gut funktioniert. Fakt ist eins. Es wurde dann gesagt, ja, wenn du sowas einatmest, dann verbrennst du dir die Schleimhäute, dann sammelt sich Wasser in der Lunge. Gut, ihr solltet wissen, ich habe mir das angehört und ich fand das sehr vernünftig und ich habe mich ja sehr speziell in dem Zuge, ich habe ja mein Buch geschrieben, Abenteuer Feuershow, könnt ihr bei Amazon kaufen. Und in diesem Buch habe ich quasi auch was über Lungenentzündung geschrieben. Also das heißt, gerade wenn man Petroleum
in die Lunge kriegt oder auch nur Öl in die Lunge kriegt, dass das dann halt zu einer chemischen Lungenentzündung führt und die später nach zur bakteriellen Lungenentzündung geht. Aber ich habe für mich gesehen, es gibt einen Unterschied, ob ich Alkoholdämpfe einatme oder nicht. Zumal ich dann auf eine Apothekerin gestoßen bin und die gesagt, ja, im Zuge hier der Maßnahmen, die jetzt gerade laufen, mussten wir jetzt ganz viel Desinfektionsmittel herstellen und ich bin fast besoffen aus dem Laden rausgekommen, weil ständig diese Alkoholdämpfe. Das heißt, es gibt Jobs, wo du diese Dämpfe einatmest und das Problem ja auch nicht hast. In diesem Zusammenhang müssen wir noch ein Phänomen klären. Ich bin in einer Zeit groß geworden, wo es völlig legitim war, das Mittelalter als primitiv und hilflos darzustellen. Ja, besonders am Beispiel der Pest konnte man das sehen. Man hat immer dieses Bild gehabt von dem Arzt, der sich eine Maske aufgesetzt hat und meinte darum, die waren so hilflos, die haben in ihrer Verzweiflung gar nicht mehr gewusst, was sie machen. Ja? Tatsache ist, das habe ich damals auch aufgeschnappt, dass schon bestimmte Kräuter und Essenzen in diesen Art Schnabel sozusagen reingemacht worden sind. Und wenn ich mir die ganze Konstruktion angucke und mal das Original, was uns ja damals auch nicht gezeigt wurde, nämlich diese aus Leder gearbeitete Variante, dann erinnert sie mich doch stark an eine moderne Atemschutzmaske und Seuchenschutzmaske. Also diese beiden Sachen, dass die gar nicht so hilflos waren und eventuell doch eine Idee hatten, wie man gegen Atemprobleme bei Viren sozusagen vorgehen kann, muss uns doch zu denken geben. Und in diesen Kontext passt diese Geschichte mit den angereicherten Alkoholdämpfen in der Atemluft besonders gut rein. Und ich meine, wir sehen jetzt hier etwas, was schon damals sicherlich sehr gut funktioniert hat und was wir nie gehört haben, dass jemand gesagt hat, ja, dieser Arzt hat überlebt, er hat so und so viele Patienten, sondern sie zeigen einfach nur dieses Bild und sagen, alle sind gestorben. Damit kann man natürlich gar nichts anfangen. Und dies alles bedarf natürlich einer korrekten Überprüfung, um dann sicher zu sein. Ich vermute mal, dass man mit so einer Ausrüstung schon mehr Überlebenschancen hatte. Dann sage ich mir, wenn so Kinder so Klebstoff geschnüffelt haben, da habe ich auch nicht gehört, ja, die haben sich jetzt die ganzen Atemwege verätzt oder so, sondern die haben eher gesagt, okay, da gibt es ja psychischen Problem. Also das jetzt irgendwie, man hat nicht damals, ich kenne das Phänomen vor, keine Ahnung, 30 Jahren und da hat man nie ein Problem mit gehabt, dass da irgendwelche Atemwege verätzt sind, sondern halt so die Wirkstoffe, die hatten dann was gemacht. Ja? Deswegen, man darf ja, was man nicht machen darf, man darf jetzt nicht Alkohol nehmen, in die Lunge reingugeln, weil das führt definitiv zu Schädigung. Ne? Aber einatmen, ja, ich meine, wir machen ja einen Atemalkoholtest, das heißt, wenn ich getrunken habe und die Polizei kommt vorbei und sagt, können wir mal einen Alkoholtest machen, dann bläst du da rein, wie viel Atemalkohol ist denn da in der Atemluft drin? Ja? Und daran seht ihr ja schon, es gibt ganz natürliche Prozesse, wo das ja sowieso schon vorkommt, dass Atem, also Alkoholdämpfe in der Luft sind, die wir einatmen bis tief in die Lunge. Das gibt es ja sowieso schon, ist also nichts Neues. Das heißt, da habe ich mir gesagt, okay, es kann zwar sein, wenn ich es auf die Art und Weise mache, ist die Dosis ein bisschen erhöht, aber es funktioniert ja vielleicht trotzdem. Und was soll ich sagen, ich hatte dann irgendwann mal grippeähnliche Symptome und jeder weiß, wann er eine Grippe kriegt. Ja? Hals kratzt wie Sau, kriegst dicke Nase und Kopfschmerzen, keine Ahnung was. Und dann habe ich das gemacht und ich habe es hiermit gemacht. Ich habe es mit meinem Birkenpollen gemacht, der sowieso für Atemwege gut ist. Das heißt, mit der Essenz, die hier so leicht gelblich ist, die habe ich auf einen Lappen geträufelt und habe die, also ich habe 10 Minuten eingeatmet, habe dann eine Pause gemacht, habe sie dreimal angewendet und danach war, lustiger war, Reizhusten sofort weg gewesen. In den ersten zwei Züge war der Reizhusten weg, ja? Nase sofort frei und ist frei geblieben. Ja? Das Einzige, und das fand ich faszinierend, diese, mit der Grippe geht es ja meistens so einher, dass man quasi dann auch so eine Schwächung hat. Ne? Man ist da so. Ich habe Nase freigekriegt, Husten weggekriegt, Schleimauswurf, nichts mehr, gar nichts mehr. Aber nächsten Tag habe ich mich so schlapp gefühlt, als ob ich gerade, also diese Symptome habe ich damit nicht weggekriegt. Und das fand ich faszinierend, dass du quasi die ganzen Atemzeug da wegkriegst, aber dieses Schlappheitsgefühl hat dann noch 2 Tage angehalten, dann war es auch weg.
Und also keine bleibenden Schäden. Und wenn ich dann im Internet gucke, wo Leute über sowas noch diskutieren können, weil oft wird sowas auch gelöscht, dann bestätigen viele, sagen, ja, bei mir hat es auch gewirkt. Ich habe das auch gemacht, ich habe es auch gewirkt. Also es gibt durchaus Möglichkeiten und sie sagt, sind auch logisch und schlüssig. Ne? Weil wenn es darum geht, dass die natürlich die Atemwege belasten und so, dann gab es ja auch Vorschläge von irgendwelchen Medizinern, die gesagt haben, ja, jeden Morgen hier mit Alkohol googeln, hat man einen ähnlichen Effekt. Man behält Rest, also man die Schleimhäute, die über den Mund rankommt und ausspült, die werden auf jeden Fall damit desinfiziert und davon wird auch was eingeatmet. Ne? Ich halte es nicht für so effizient, weil wenn man jetzt so 5 Minuten wirklich mal die Luft anreichert mit Alkoholdämpfen, dann ist es natürlich viel intensiver, als wenn ich jetzt halt nur den Rest von dem, was ich beim Googlen im Mund habe. Ja, aber man muss jeder selber wissen, wegen mir macht es nicht. Wie gesagt, meine Erfahrung ist die, die meisten Menschen merken, wenn sie diese Information oder jene Information wirklich mal brauchen. Das kommt dann, das schießt wie so ein Gedankenblitz rein, ey, da war noch was. Weil wenn sie dann so leiden über 4, 5, 6 Tage und kriegen einfach nicht, ich schwör's euch, da tut so mancher dann einfach den Wodka nehmen, mal kurz und sagen, okay, ich probier's einfach mal. Für 1 Minute, scheißegal, mal gucken. Ne? Man kann das ja vorsehen, man merkt es doch, man hat doch da ein Gespür für. Wenn ich natürlich jetzt den ganzen Tag so ein Ding vor dem Hals habe und einatme, dann muss ich mich wundern, wenn da irgendwas anderes bei rauskommt. Ne? Aber wenn es nur, wenn ich eine Wirkung habe, ich atme kurz rein und habe eine Wirkung für Stunden, ja, wie funktionieren denn bitte schön die anderen Arzneimittel, die man sonst so kriegt? Das ist doch genau dasselbe. Bloß hier bin ich mir sicher, die Nebenwirkungen sind, wie gesagt, ich weiß es nicht, ich habe es nicht ausprobiert. Vielleicht gibt es Schädigungen, ich weiß es nicht. Also das, in dem Fall sage ich, ihr seid alle selbstverantwortlich, nehme ich jedenfalls an. Wer diese Verantwortung für sich nicht übernehmen kann, der sollte es lassen. Es ist völlig in Ordnung, ihr müsst es nicht machen. Aber manch einer ist für so einen Tipp dankbar. Ne? Also das heißt, Birkenpolling, geiler Heilpilz, unendlich viele Anwendungsmöglichkeiten. Wie gesagt, wenn man sich mit beschäftigt, kommt man selber drauf, für was für einen selber halt die ganze Geschichte wirklich gut ist. Und ja, wie man den zubereitet, also man schneidet den in Scheiben, wenn er noch frisch ist, trocknet die, haut sie in den Mixer, dann kriegt man hier, passiert dasselbe wie mit Styropor, das kriegt man auch nicht pulverfein, sondern das kriegt man so in großen Flocken dann, mehr geht da nicht, aber ist okay. Damit kann man Tee kochen, das kann man dann auch lagern und dann ist auch der Sache Genüge getan. Ne? Also, spannendes Thema. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, schreibt es in die Kommentare. Vielleicht habt ihr auch noch Anwendungen, die ich jetzt noch nicht erwähnt habe, weil ich weiß, da gibt es viele. Schreibt sie einfach unten rein. Bin mal gespannt auf eure Meinung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.